Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zu meinem Betontaktik-Upgrade-Video hier auf meinem YouTube-Channel. Viele von euch haben mich ja in letzter Zeit gefragt, Mirza, spielst du noch die Betontaktik? Weil du spielst ja irgendwie jetzt eine andere Formation. Ist es noch das Gleiche? Und was für eine Formation ist das? Kannst du uns da ja das etwas näher bringen? Und deswegen werde ich heute dieses Video für euch machen, wo ich euch zeige, was meine aktuelle Formation ist, meine aktuellen Anweisungen und natürlich, was meine Dynamic Tactic ist, die Betontaktik insgesamt quasi. Und ich muss euch sagen, ich finde das, was ich jetzt hier so spiele, also insgesamt noch krasser als die erste Betontaktik, die ich euch letztes Mal schon gezeigt habe. Aber bevor wir darauf eingehen, natürlich ein ganz kurzer Hinweis, wie immer auf meinen Instagram-Account, wo ich am aktivsten am Start bin, wo ich sehr fleißig Insta-Stories und so mache und auch viele Tipps vergebe. Schaut da mal am besten vorbei, wenn ihr Lust und Laune habt und selbst natürlich Instagram habt. Ihr seid herzlich willkommen. So, okay, jetzt die Betontaktik, das Upgrade quasi. Ich habe extra gewartet mit diesem Video, weil ich noch unbedingt Schlag den Mirza machen wollte gegen den guten alten Timox, den Wolfsburger. Ja, dort habe ich das nämlich quasi dem ultimativen Test unterzogen. Funktioniert die Betontaktik oder wird er mich einfach komplett weghauen und dann habe ich das direkt, hätte ich das in die Mülltonne schmeißen können. Und ich habe es getestet und ich kann euch sagen, Leute, ich bin wirklich, wirklich zufrieden. Ich weiß nicht, wie viele von euch eingeschaltet haben, ne, und das gesehen haben. Vor allem das am Anfang mit den starken Teams. Ich war sehr zufrieden, wie meine Spieler gearbeitet haben. Ihr werdet gleich die Formation sehen und dementsprechend werdet ihr euch denken, was? Mit der Formation sicher? Ich kann euch sagen, das ist legit, was ich euch jetzt hier zeige. Es fühlt sich nicht nur gut an, es ist auch sehr stark. Einzig First Touch, Time Finish, Finesse Shots habe ich ab und zu kassiert. Die sind halt gegen so einen super starken Spieler wie Timox. Du kannst halt nicht immer 90 Minuten alles verteidigen, vor allem nicht aus 25 bis 30 Metern. Da kannst du so kompakt stehen, wie du willst, wenn der einfach dann papp drauf knallt und die Bälle reinfliegen. Aber trotzdem hat es sehr gut geklappt und ich zeige euch jetzt mal, was genau ich mache, um hinten kompakt zu stehen und vorne noch heftiger offensiv anzugreifen. Und das ist der Keypunkt, ja. Wir gehen jetzt mal in die individuelle Taktik rein. Also ihr habt im Hintergrund jetzt mein Team kurz gesehen. Wir gehen in die Taktik rein und zwar ist das diese hier, my friends. Ihr wisst ja, davor war ja die 4-3-2-1-Formation und die 4-3-1-2-Formation. Da habe ich euch die Anweisungen und so gezeigt zur Betontaktik. Und jetzt ist es die 4-1-2-1-2, breite Raute. Nicht die enge Raute, die sehr viele spielen, es ist die breite Raute. Und am Anfang denkt man sich wahrscheinlich, wenn man die breite Raute hört, was heißt breite Raute? Ihr seht das hier. Das ist ja eigentlich viel zu offen. Die Flügelspieler stehen zu weit außen, du hast nur ein ZDM, da ist hinten Gefahr. Aber ich kann euch eins sagen, wenn ihr die Taktik so übernehmt, wie ich es euch hier gleich zeige, dann werdet ihr hinten kompakt stehen, wirklich Beton und offensiv seid ihr nochmal so viel krasser, weil ihr eben zwei Stürmer habt, ihr habt zwei Flügelspieler, das ist einfach unglaublich. Ihr seht das hier, ich spiele hier Viral als ZDM, ich spiele Sokrates und Pogba als Flügelspieler. Pogba, ja, er spielt wirklich gut da auch. Hullet als ZOM und vorne die beiden Ronaldos. Das ist bei euch natürlich eine andere Art und Weise mit anderen Spielern, aber es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. So, kommen wir zu den Anweisungen, Leute. Und das, nicht zu den Anweisungen, Quatsch, erstmal zu der Taktik. So, das ist die Taktik, die ich verwende. Und zwar einmal Druck nach Fehlern beim Defensivstil finde ich am besten irgendwie. Also ich finde, die stehen hinten sehr kompakt, sehr zurückgezogen und wenn sie merken, der Gegner wirkt unsicher, dann kommt das Pressing und das funktioniert sehr gut. Also klappt wirklich top und ich fühle mich damit am besten. Dann habe ich hier Breite und Tiefe, da hat sich nicht viel verändert, na, im Vergleich zur letzten Betontaktik, da ist mittig. Dann Ballbesitz hat sich auch nicht verändert und hier ist auch fast alles ähnlich, Leute. Ich habe hier bei Breite habe ich eins mehr als die Hälfte und Spieler im Strafraum jetzt weniger. Ich habe ja ein Video gemacht zu meinen Betonflanken, wo ich euch gesagt habe, ihr müsst das höher stellen. Das stimmt, damit mehr Spieler im Strafraum sind, damit die Flanken gefährlicher kommen. Man muss aber sagen, ich habe in dem Fall jetzt wieder zurückgestellt, weil man erstens mal doch noch kompakter ist. Und man muss halt in dem Fall einfach Opfer bringen und zu sagen, die Betonflanken funktionieren trotzdem noch, ne? Nur ihr habt halt weniger Spieler im Strafraum. Ich schieße trotzdem noch Kopfballtore, ihr habt das ja mitbekommen in den Streams, aber es sind weniger Spieler, aber dafür seid ihr hinten kompakter. Das heißt, ihr müsst selber schauen, welches Risiko ihr eben nun mal gehen wollt, um halt eben die Betonflanken reinzubringen. Aber ich muss euch sagen, jetzt wo ich auch die First Touch Time Finesse Shots immer weiter teste, ist das je weniger besser, weil schaut mal, dann stehen die Spieler außen und ihr könnt viel besser noch auf diese First Touch Finishes gehen, auf die Time Finishes. Und seit ich das gemacht habe, klappt das auch deutlich besser, weil die sich so super positionieren. Ne? Das heißt, es ist alles ein Geben und Nehmen und ein Plus und Minus, müsst ihr für euch dann auch nochmal entscheiden. Aber das spielt jetzt in puncto Betontaktik jetzt nicht die große Rolle. Klar, ihr seid tick offensiver und vielleicht ein bisschen anfälliger, aber probiert es mal so und schaut mal, wie es für euch klappt. Ne? Man entwickelt sich ja trotzdem im Laufe der Zeit. Von daher, so ist es
zurzeit bei mir. So, kommen wir jetzt zur Anweisung oder zu den Anweisungen. Was macht diese Formation so kompakt, obwohl sie eigentlich sehr breit aussieht, ne? Also, ich gebe jetzt auf jeden Fall mal den Außenverteidigern hinten bleiben, das ist klar. Der ZDM bekommt hinten bleiben, Passwege zustellen und Mitte abdecken, das ist ganz wichtig. Der muss in der Mitte bleiben, Leute. Nicht irgendwo am Flügel herumlaufen, wenn da plötzlich irgendwie eine Lücke ist. Der bleibt in der Mitte und sorgt dafür, dass in der Mitte eine Kompaktheit herrscht, ja. Das heißt in dem Fall Mitte abdecken, ganz wichtig. So, jetzt die beiden Flügelspieler, my friends, die bekommen beide defensive Verstärken und Abwehr überlaufen. Das heißt, beide kommen mit zurück, helfen hinten mit aus, ja, und sobald die Balleroberung stattgefunden hat, laufen sie nach vorne. Und ich kann euch eins sagen, ihr werdet am Flügel jedes Mal eine heftige Überzahl haben, weil die beiden Flügelspieler, sobald ihr den Ball erobert, extrem laufen, ja, und ihr habt aber in der Mitte hier Vira einmal und die drei Spieler vorne zum Anspielen. Das heißt, ihr könnt durch die Mitte mal kurz aufbauen und plötzlich ist am Flügel Raum und ihr könnt einen gefährlichen L1-Dreieckpass spielen. Ja, oder einen normalen Dreieckpass. So könnt ihr das Spiel noch viel gefährlicher aufbauen als damals noch mit 4-3-2-1. Ihr habt eine noch heftigere Überzahl in der Offensive. Hullet bekommt ebenfalls defensive Verstärken, sonst gar nichts. Ja, das heißt, der kommt auch mit zurück und hilft und danach läuft er halt eben wieder nach vorne. Und die beiden Stürmer bekommen ebenfalls Abwehr überlaufen. Ja, das heißt, sobald sie die Balleroberung da ist, laufen sie nach vorne und defensive Verstärken. Das heißt, sie helfen erstmal hinten mit aus. Und ich kann euch sagen, wenn die beiden zurückkommen, wenn Hullet mit zurückkommt, ja, wenn alle hinten mit aushelfen, einer für alle und alle für einen, dann ist hinten dieser Raum, wo ihr glaubt, dass bei Vira Raum ist, niemals da. Weil immer auch ein Hullet sich zurückbewegt, ein Pogba und Sokrates auch ein bisschen bei mir mit in die Mitte arbeiten, das wären bei euch andere Flügelspieler in dem Fall, alle arbeiten sie mit und es entsteht hinten eine heftige Kompaktheit, genauso wie beim 4-3-2-1. Ihr steht hinten extrem kompakt und dann, sobald ihr den Ball erobert habt, streuen sie aus und ihr habt in der Mitte heftig viele Spieler zum Anspielen und am Flügel auch. Noch viel krasser als sonst, also so fühle ich es zum Beispiel und ich fühle mich unglaublich wohl damit. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ja, wie es bei euch funktioniert. Testet es einfach aus und gebt mir Feedback. Ich sage euch, das wird euch unglaublich viel Spaß machen, noch viel mehr Spaß als sonst. Und der ganz große Vorteil ist, ihr könnt das Teampressing damit viel leichter umgehen, weil ihr eben schneller One-Touch eure Spieler anspielen könnt. Die stehen so breit gefächert, ihr könnt überall einen Spieler anspielen und niemals kann euch jemand stark zupressen. Ihr dürft ja nicht den Ball zu lang halten, sondern schön verteilen. Weil ihr habt hier einen, ihr habt Flügel einen, ihr habt ZOM einen, ihr habt zwei Stürmer. Die kommen nie hinterher. Wenn ihr ein Gefühl dafür bekommt, werdet ihr sehen, wie schnell ihr nach vorne kommt, ohne dass euch jemand mit Teampressing zupresst. Geht natürlich nicht immer, aber in 90% der Fälle mit viel Übung kommt ihr recht schnell nach vorne. Also ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ich hoffe, dieses Video, dieses kleine Upgrade-Video hat euch gefallen. Und ihr wolltet es ja sehen, ne? Wenn euch das gefallen hat, dann zeigt mir das bitte mit einem dicken, fetten Daumen nach oben, my friends. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Abonniert meinen Channel für mehr FIFA 19 Videos, Tipps, Tricks und Tutorials. In der Beschreibung findet ihr meine weiteren Social Media Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram schon erwähnt und Twitch natürlich, wo ich regelmäßig streame. Und schreibt ins Kommentarfeld, konnte ich euch damit helfen und was wollt ihr denn noch so sehen? Ein Update-Defensiv-Tutorial, vor allem auch über die Flügel, wird auch noch kommen. Darauf könnt ihr auch gespannt sein. Ja, das war's für heute und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Bis dann.